Heute wird es spannend, denn wir wollen das VGA-Interface in die Gänge bringen. Fangen wir gleich an. Was mir bei der letzten Folge aufgefallen ist, dass ich noch gar nicht so genau etwas über das Schaltplanblatt 2 erzählt habe. Wir sollten uns wenigstens kurz einen Überblick verschaffen. Ne? Also wir haben hier auf jeden Fall erstmal unsere zwei Slave-Schaltkreise, Bellatrix und Administra. Ja? Bellatrix, wissen wir ja, ist zuständig fürs VGA-Interface. Da geht es ja heute drum. Hier oben ist diese VGA-Buchse, hier sind diese DA-Wandler, die kleinen Widerstände. Dann haben wir hier den Komplex mit dem Video-Interface. Und im unteren Teil die beiden PS2-Buchsen für den Anschluss. Was sehen wir noch? Hier haben wir unsere beiden Quarze für unsere Mikrocontroller. Und bei beiden Mikrocontrollern dann hier jeweils der EEPROM, unser Flash-Speicher. Ja. So. Port 0, also 0 bis 7, ist der Datenbus. Ja, der ist hier zusammengefasst und wird dann wiederum erscheinen auf Schaltplanblatt Nummer 3. Da ist er dann nicht extra ausgeführt, sondern quasi intern verbunden. Ja. Und dann haben wir eine ganze Palette an Steuersignalen wie Breit, Busclock und die Selektionsleitung für den entsprechenden Chip. Ja, Prop 1 und Prop 2. Prop 1 und Prop 2. Jo, dann haben wir hier Administra. Administra, wir wissen es, kümmert sich um den Sound. Die Soundausgänge sind hier Port 8 und 9, gehen hier oben in das Soundinterface. Das ist ein ganz kleiner Wandler eigentlich für pulsweitenmodulierte Signale. Das hier ist diese Audio Bridge und im Normalfall sind die beiden Kontakte in der Mitte gebrückt durch einen Jumper und damit gelangen die Signale dann auf die Ausgangsbuchse. Hier ist die Klinkenbuchse. Jo, nächste Haltestelle ist dann unser SD-Card. Das hier ist dieser SD-Card-Slot. Ja, entsprechende Widerstände hier noch ringsrum. Und hier haben wir den SPI-Bus, ja, wo wir also auch das SD-Card-Slot dann irgendwo anders hinlegen könnten per Flachbandkabel. Ja. Was haben wir noch? Hier gehen die Signale ab für unseren Netzwerkcontroller. Den finden wir dann nachher auf Schaltplanblatt Nummer 4. Ja. Und hier haben wir dann immer diese Marker, wo diese Signale wieder ankommen. Ja, da kommen wir ja dann irgendwann ganz zum Schluss hin. Ja, zumindest hier gehen diese Signale ab für unser Netzwerkinterface. So, dann haben wir hier unser Administra-Port. Ja, das sind diese freien Signale, wo jetzt im Prinzip unser Plexbus drauf liegt, also unser Erweiterungsbus, um externe Karten anzuschließen. Jo, und als letztes haben wir hier noch parallel, weil ebenfalls per I2C angesteuert, parallel zum EEPROM unseren Realtime-Clock, unsere kleine Uhr. Hier ist dann der kleine Uhrenquarz mit 32,768 kHz Schwingfrequenz und hier ist die Lithium-Batterie zur Pufferung. Ja, dann haben wir hier unten unsere Heartbeat-LEDs und das ist eigentlich der Überblick bezüglich des Schaltplanblattes Nummer 2. Heute haben wir nicht so sehr viel zu löten beim VGA-Interface. Ja, wir haben also insgesamt verbraucht das VGA-Interface 8 Portleitungen. Ja, und das heißt, wir haben pro Farbkanal, RGB arbeitet ja mit insgesamt 5 Signalen, das sind die 3 Farbkanäle, Rot, Grün und Blau, die ein Analogsignal erwarten und entsprechend die Farbe, entsprechend dem Analogsignal zwischen 0 und 0,7 Volt dann in der Helligkeit verstellen. Ja. Und das sind 3 Signale und dann haben wir noch H-Sync und V-Sync.
Also horizontale Synchronisation und vertikale Synchronisation. Das heißt, nach einer Zeile kommt immer ein Sync-Impuls und nach dem gesamten Bild ebenfalls ein Sync-Impuls. Und das sind Port 8 und 9. Die gehen hier mit dem Widerstand, über den Widerstand an diese VGA-Buchse, während die Farbkanäle jeweils 2 Bit belegen. Ja, also mit zwei Widerständen, 240 Ohm bzw. 470 Ohm, wird hier so eine Art minimalistischer Digital-Analog-Wandler gebildet. Und mit 2 Bit, klar, können wir 4 Spannungswerte dann einstellen und pro Farbe. Ja. Und insgesamt haben wir 6 Bit. Durch diese Mischungsverhältnisse kommen wir dann auf 64 Farben. Ja. Jo. Insofern haben wir halt auch nicht so sehr viel, was wir löten müssen heute. Wir haben eine VGA-Buchse, ganz normal. 15 Polye, ich glaube Mini Sub-D heißt die Buchse. Und dann haben wir 4, 5, 240 Ohm Widerstände und 3, 470 Ohm Widerstände. Beim Einlöten hier darauf achten, dass man sie wirklich nicht vertauscht. Also da muss man genau hingucken. Es funktioniert auch, wenn es vertauscht ist. So ist das Problem. Das ist nicht das Problem. Ja? Es treten dann nur Farbverfälschungen auf. Ja? Also darauf achten. Okay, dann werden wir mal loslöten. So, der Lötkolben ist heiß. Und als erstes kommt unsere VGA-Buchse. Gucken wir mal, ob alles passt hier. Jawohl. Ach, hier hatten diese. Da ist diese VGA-Buchse hat ja diese Durchführung. Leider fehlt hier im Layout die Durchkontaktierung und auch das Lötauge. Dann könnte man diese Anschlüsse hier einfach verkleben, verlöten. Ja, da wir das nicht haben und das auch ein mechanisch belastetes Bauteil ist, bin ich dazu übergegangen, die Buchse einfach noch ein bisschen zu verkleben. Ja, also ich mache hier ganz wenig, an verschiedenen Stellen ganz wenig Sekundenkleber drauf. Und man sollte natürlich aufpassen, dass man hier nirgendwo in die Nähe von irgendwelchen Steckverbindern kommt, beziehungsweise Lötaugen, damit, weil dann die Lötfähigkeit dort beeinträchtigt ist. Also wirklich ganz wenig nur. Das ist ja auch zureichend. So, das reicht völlig zu. Also eine ganz dünne Schicht. Und dann stecken wir die Buchse auf, vorzugsweise von der richtigen Seite. So, und dann hält das. Ja, schöner vielleicht Notiz an mich selbst für die nächste Platinenrevision, dort noch eine Durchkontaktierung und Lötaugen vorzusehen, dass man das richtig ordentlich verlöten kann. Ja, gerade VGA. Buchsen sind natürlich sehr belastet, weil diese Stecker vom Monitor, den habe ich jetzt gerade hier, der ist gerade runtergerutscht hier, deswegen kann ich ihn jetzt nicht zeigen, machen natürlich einen relativ großen Hebel dann. Ja. Ich finde es übrigens ganz schrecklich, was ich manchmal bei Geräten sehe, dass es gibt diese VGA-Buchsen mittlerweile auch als so eine Art SMD-Version. Auf Motherboards sieht man das manchmal, da haben die wirklich, sind die. Der ganze hintere Teil fehlt dort. Ja, das ist also eine dünne Platte nur, die dort steht und per SMD von oben verlötet wird. Und die brechen natürlich ruckzuck. Also das ist wirklich paar Cent gespart und dafür ist der Computer vom Kunden dann auch vorzeitig kaputt. Ist natürlich eine wunderbare Sache vom Hersteller. Ja. Ja, aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt noch VGA haben. Das ist so ein, also sehe ich natürlich so als kleinen Pluspunkt bei dem Hive-Computer. Ich habe ja auch so ein bisschen geliebäugelt mit dem Raspberry Pi.
Ich habe ja auch einen hier und beschäftige mich da momentan vorrangig mit dem RiskOS. Das ist richtig schön. Da mache ich bestimmt auch mal ein kleines Video zu. Aber es sind so drei, vier Punkte, die mich beim Raspberry Pi wirklich einfach nur stören. Und ein Punkt dabei ist, dass er keine VGA-Schnittstelle hat. Ja, nun kommen natürlich wieder eine ganze Menge Geeks, die da sagen, ja, aussterbende Rasse und der VGA und sonst irgendwas, HDMI ist da viel zukunftssicherer. Aber an dem Punkt muss ich sagen, hallo, ich habe hier in meinem Haushalt kein einziges Gerät mit einem HDMI-Eingang. Ja, ich musste dann extra einen HDMI zu VGA-Konverter kaufen. Ja, und das Gerät ist ausgeschrieben für ambitionierte Bastler und ganz explizit für Jugendliche, auch teilweise aus ärmeren Ländern, die sich halt keinen großen Computer leisten können zum Basteln. Und da stellt sich mir dann natürlich schon die Frage, naja, hallo, also wenn Sie so kein Geld für einen richtigen Computer haben und dafür mit dem Raspberry Pi experimentieren, dann haben Sie wohl Geld für einen teuren Fernseher mit HDMI-Eingang. Ja, ist doch albern. Das ist doch wirklich albern. Ja? Während VGA-Monitore doch wirklich zu Mass überall rumstehen. Ja, da habe ich überhaupt kein Problem. Alte VGA-Monitore, bevor wir sie auf den Schrott schieben, dann sind sie doch für so eine Experimente noch genau richtig. Ja. Naja, gut. Aber der Raspi ist schon ein tolles Gerät. Das lässt sich nicht leugnen. Aber an der Stelle kann ich ehrlich gesagt nicht den Gedankengängen folgen. Jo, wir haben aber so eine Schnittstelle. Ich hätte es auch nicht anders gebaut. Also, so einen alten TFT-Monitor, 15 Zoll, kriegt man für 10 Euro beim Schrauber um die Ecke. Oder wenn man mal beim. Das wahrscheinlich kriegt man. Die gibt es auch noch mehr als genug davon, die man einfach nur geschenkt bekommt. Ja? Die in irgendwelchen Kellern noch rumstehen. Ginge ja auch noch ein alter Röhrenmonitor, wenn man das will. Wobei die natürlich so viel Platz wegnehmen. So, gleich haben wir unsere Buchse verlötet. Wunderbar. Passt, wackelt und hat Luft. Jetzt müssen wir uns mal ganz genau anschauen, wo welche Widerstände hinkommen. Das R5 und R. Ist das hier R6? An manchen Stellen kann man es nicht lesen, ja, den Aufdruck, weil so viel Luft ist ja nicht beim Bestückungsaufdruck. Und dafür kann man dann natürlich nochmal den riesen Bestückungsaufdruck hervorholen. Für die ganz Blinden unter uns, so wie mich. So, und das werden wir jetzt auch tun hier. Ach, wunderbar, mein Gott. R6, R5. Wir bestücken erstmal welche sind denn das jetzt? Die 240 Ohm. Sind das 240 Ohm? Wir werden es mal sicherheitshalber überprüfen, nicht, dass wir uns vertan haben beim Raussuchen. Dass wir uns vertan haben beim Raussuchen, weil wenn sie drin sind, sind sie drin. Und dann ist es immer ärgerlich. Und ich möchte mir natürlich nicht so ein großes Fail hier leisten. Das sind die 240, jawohl. Und das müssten die 480 sein.
470, Entschuldigung. 470 Ohm. So, die löten wir als erste ein. Dann brauchen wir nicht weiter nachdenken. 470 Ohm. Kommen an den drei Farbkanälen mit dran. Und zwar wäre das 240, 470 ist R8, R10 und R12. So, das heißt der hier und der hier. Quasi jeder zweite. Nur zur Sicherheit. Also wie gesagt, es funktioniert auch, wenn man die vertauscht. Funktional dürfte das gehen, selbst bei den Synchronsignalen. Aber bei den Farben führt es dann zu Farbverfälschung. Man hätte eingespeiste Analogwert, den der DA-Wandler dann bildet. Also so ein Digitalsignal. Nicht mit dem über zahlenmäßigen Wert unseres Digitalwerts übereinstimmt. So, zack. Ich weiß immer gar nicht, das sehe ich dann immer nachher erst beim Filmschneiden, ob ich das nur alles so drin lasse. Manchmal ist es ja dann doch ein bisschen langweilig und wenn mir dann nichts weiter Besonderes eingefallen ist, was man hier so rumlabern kann, dann entweder beschleunige ich das dann, dann ist ja der Ton dann auch verschwunden, oder ich schneide es dann glatt raus. So, und damit sind wir schon wieder fertig und können uns den Test vom VWA. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir unser VWA-Interface zum Leben erwecken können. Ich habe das jetzt alles schon angeschlossen. Wir hatten es ja in den vorigen Folgen gesehen, was wo wann dran ist. Ich schalte mal unser Board an. Und eigentlich müsste dort noch, jawohl, unser Heartbeat blinken im Flash drinne sein. Ja, man sieht es hier an der LED. Jo, schauen wir mal. Als erstes würde ich mal ein ganz kleines Testprogramm wieder verwenden. Ich habe jetzt hier für den Schritt 4 Bellatrix VWA, wir hatten das letzte Mal Schritt 3, also diese Geschichten mit Blinken und SOS und Heartbeat. Jetzt habe ich einen Abschnitt hinzugefügt für Schritt 4, für das VWA-Interface. Und da haben wir jetzt erstmal wieder als erstes ein Hello World Programm. Ich habe das jetzt immer so gemacht bei diesen Demos, ich habe die umbenannt, das werde ich bei den anderen auch machen, dass das Startprogramm immer ein Präfix Start hat. Also hier zum Beispiel Start VWA Zeichensatz. Und alle Objekte, die eingebunden haben, haben den Präfix Sub, Sub VWA, Sub VWA Text und so weiter und so fort. Ja, also weil immer die Frage damals kam, Mensch, was startet man denn da jetzt? Ja, und jetzt sieht man das gleich, das entsprechende Startprogramm. Hier haben wir jetzt kein Startprogramm. Warum? Weil ich dachte mir, dieses Hello World, das tippen wir jetzt einfach mal schnell von Hand ein. Einfach um zu zeigen, wie einfach und unkompliziert das ist. Ja, wir werden jetzt unser quasi, wir wollen in Hello World ausgeben auf
unseren VR-Schirm. Das heißt, wir wollen in einer COG eine Grafikkarte starten, in einer zweiten COG und in unserer ersten COG dann mit einem String-Ausgabebefehl, so ähnlich wie wir das mit diesem Debug-Terminal gemacht haben, dann unser Hello World ausgeben. So, dazu lege ich hier eine neue Datei an. Die nennen wir jetzt natürlich Start. VGA. Hallo. Genau, Start VGA. Hallo, nennen wir die einfach bloß. Ach so, da wollen wir natürlich keine Textdatei haben, sondern wir wollen eine Spin-Datei haben. Jawohl, das wollen wir umbenennen. Diese Subdateien, die hier drin sind, sind die Objekte, die wir gleich einbinden werden, und zwar für die Grafikkarte. Das sind zum Teil fertige Objekte von Parallax. Wir gucken auch kurz rein. Sind relativ kleine Objekte. Sehr erstaunlich. Also das ist wirklich eine erstaunliche Sache, mit wie wenig man jetzt sowas in die Gänge bringt. Ja? Gut, fangen wir an. Hallo World. Und wir brauchen als erstes einen... Machen wir erstmal eine... Hallo World Demo, VGA Demo, das VGA Demo. So, und wir brauchen als erstes einen Con-Block. Warum? Wir müssen ja erstmal festlegen, wie unsere Takterzeugung stattfinden soll. Ja, das muss man ja definieren. Und dann müssen wir erstmal Clock Mode setzen, gleich. Wir setzen das also auf Quartz und auf 16-fache Taktvervielfältigung per PLL-Schleife. Und dann müssen wir eben noch sagen, was für ein Quartz haben wir angeschlossen. Ein ganz Frequenz wäre 5 MHz, also 5 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Ja, und damit dürfte das stimmen. Ist hier in dem Falle wichtig, weil die Programme laufen ja, der Propeller läuft doch ohne diese Angaben, aber dann nicht mit der korrekten Frequenz, nur mit so einem RC-Generator. Und da dürfte das Timing nicht stimmen. Das können wir ja nachher mal probieren, fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe das noch nie probiert, was dann passiert, wenn man das einfach weglässt hier. Aber ich vermute mal, da wird einfach auch der Monitor dann überhaupt nicht synchronisieren. So, wir brauchen dann gleich noch eine zweite Konstante, VGA-Pin, wo wir dann reinschreiben, wo haben wir denn unsere Widerstände für die VGA-Schnittstelle angeschlossen, und das haben wir an Pin 8, wer es nicht weiß. Genau dafür ist diese Tabelle eigentlich gedacht, die wir in der, ich glaube, in der dritten Folge irgendwo, die ich gezeigt habe, zusammen mit den Stickern. Hier kann man jetzt schauen, bei Bellatrix haben wir an Port 8 angeschlossen. Ja? Also das kann man sich ruhig ausdrucken und daneben legen, dann hat man immer noch Übersicht an Port 8. Wir haben es also dort von Port 8 bis 15 unsere VGA-Geschichten angeschlossen. So, dann brauchen wir ein Objekt. Ja, um unsere Grafikkarte zu starten, die ist halt jetzt in dem Falle fertig, dieses Objekt, Text, und da binden wir unser Objekt ein, Sub, VGA, Text. So, und jetzt kommt eigentlich schon unser eigentliches Programm, eine ganz kleine Routine, Main, nennen wir das jetzt einfach mal, wir rufen unser Objekt auf mit der Startmethode, welche diese Grafikkarte dann quasi initialisiert. Als Parameter übergeben wir VGA-Pin. Wir gucken dann nachher nochmal rein. Ja, ich mache es jetzt einfach mal, damit es ein bisschen händiger wird. Gut, und dann wollen wir schon was ausgeben. Text, String, Ausgabe, String. So. Hallo. Word. So, das war's. Damit sollte jetzt theoretisch auf unserem Monitor was erscheinen. Ich schiebe das mal rüber mit F10. Und wahrhaftig, ich pack's mal hoch. Hallo Welt.
Er erzeugt jetzt quasi ein VGA-Bild und gibt das aus. Ja. Tolle Sache. Ja. Damit es hier mal ein bisschen lebhafter wird. Wir können es ja mal noch in eine Schleife einschließen, damit das hier einfach ein bisschen was sich tut auf dem Bildschirm. Na gut, das ist ein bisschen schnell. Machen wir mal einen Pausenbefehl noch rein. Sagen wir mal eine 64. Sekunde soll er warten. Und jetzt schieben wir nochmal rüber. Unser Zähler plus den Wert von einer Sekunde durch 64 schieben wir rüber. Jetzt haben wir es multipliziert, das ist natürlich machbar. Und da sieht es so aus hier. Ist natürlich auch nicht wirklich schön. Ja, also das ist ein einfaches Hello World. Ja, das speichern wir jetzt ab. Save. Wir können mal in die anderen Objekte mit reinschauen. Als erstes, was passiert denn hier? Ja? Als erstes haben wir unsere Startroutine in dem Objekt SubVGA-Text. Gucken wir mal rein in dieses Objekt SubVGA-Text. Da haben wir es. Mal die Übersicht. Wir sehen da wieder, es ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie das Objekt, was wir hatten, um mit dem Debug-Terminal, mit dem PST umzugehen. Ja, wir haben eine Start- und Stop-Methode, um entsprechende Ressourcen zu initialisieren und wieder freizugeben. Ja, in unserem Falle, das kann ich schon mal verraten, wird hier eine zweite COG gestartet, in welcher halt diese Grafikkarte läuft. Ja, und bei unserem anderen Objekt, was wir hatten, mit dem Beispiel mit diesem PSD-Terminal, wurde dort halt diese serielle Schnittstelle gestartet. Ja? So, und dann haben wir hier diese String-Ausgabe und Ausgabe Dezimalwert und Hexadezimal und Bin und so weiter und so fort. Ja? Sieht eigentlich ähnlich aus wie bei den anderen Sachen. Wir gucken mal rein, was macht er hier in der Startroutine. Er schiebt hier einen Haufen Parameter zusammen und ruft dann aus einem anderen Objekt, dem Objekt VGA, wiederum eine Initialisierung auf. Hier wird nämlich ein weiteres Objekt eingebunden. Ja? Sub VGA. Man sieht das hier auch in der Übersicht, theoretisch. Ja? Hier sieht man, das ist unser Startprogramm. Ja? Start VGA Hallo. Ruft das Objekt, oder ist, dort eingebunden ist das Objekt Sub VGA Text. Ja? Und dort eingebunden ist unser Objekt Sub VGA. So, und wie gesagt, er ruft dieses dort diese Startroutine auf von dem VGA-Objekt und übergibt dort einen Parameter VGA-Status. Das ist ein Zeiger auf so eine Struktur, die wir hier haben. Dort haben wir diverse Parameter. Ja? Unter anderem, wo sind diese Pins dran, was für ein Modus, ob Tiles oder Interlaced und so weiter und so fort. Hier gibt es einen Pointer zu einem Screen, also irgendwo lungert dann hier auch noch der Screen-Puffer rum. Ja, das ist der Screen-Puffer. Gucken wir mal in das andere Objekt rein, in die Startroutine. Da ist relativ wenig drin. Das ist eigentlich die Grafikkarte. Ja? Da haben wir eine Startmethode und eine Stoppmethode. Ja? Und hier unten in dem DAT-Bereich ist dann der Maschinencode-Teil. Und was macht dann der Startmethode? Er startet hier mit COG New eine weitere COG mit einem Maschinenprogramm. Und übergibt dann diesen, das ist die Adresse, wo unser Maschinenprogramm sich befindet. Können wir gleich mal runter gucken. Und das ist der Pointer auf unsere Struktur, die wir eben gesehen haben hier, ne, mit diesen ganzen Parametern. Damit weiß dieses Maschinenprogramm, was es tun soll. Wo ist mein Screenpuffer, wo sind meine Farben, wie viele Zeilen und Spalten muss ich jetzt machen und so weiter und so fort. Und hier unten, das ist im DAT-Bereich, haben wir den Entry Point,
also den Eintrittspunkt in unser Maschinencode-Programm und das ist unsere Grafikkarte hier. Ist auch nicht so sehr viel, muss man jetzt aber auch nicht reingucken, das hatte ich ja schon gesagt. Ja, entscheidend ist wirklich am Anfang das hier. Ja, das ist entscheidend. So einfach kann man halt mit dem Propeller-Chip eine Grafik erzeugen oder eine Bildausgabe. Das geht genauso einfach auch mit einem TV-Monitor, mit einem Fernseher, ja, mit einem Videoausgangssignal. Und da brauchen wir sogar noch weniger Ressourcen, weil wir da bloß 3 Pins am Propeller-Chip brauchen. Hier brauchen wir ja 8 Pins. Ja. Und ich weiß, das geht natürlich mit anderen Mikrocontrollern ebenfalls. Ob das ein Atmel oder ein Arm ist oder sowas. Man kann auch dort irgendwo natürlich ganz einfach, oder nicht ganz einfach, aber man kann dort ein Bild erzeugen mit dem Prozessor. Das wird dann meistens irgendwie im Interrupt und im Hintergrund gemacht. Aber hier ist das Schöne dran, es ist so unabhängig voneinander. Es ist, ich starte das, diese Grafikkarte in einer extra COG und muss mich nicht mehr darum kümmern. Ja, was ich hier in dieser ersten COG mit meinem ersten Prozessor hier mache in dem Propeller-Chip, das ist vom Timing ist das völlig wurscht. Ja? Und wenn ich noch mehr Rechenzeit brauche, kann ich noch weitere COGs starten. Ja, das ist alles schön getrennt voneinander, das ist fast wie Lego. Ja? Also ich sag mal, so ein Bildschirmtreiber oder sowas zu schreiben für einen Arm oder einen Atmel, das ist schon Level 2 oder Level 3. Das macht man jetzt nicht so als Anfänger wahrscheinlich. Ja, während hier auf dem Propeller-Chip ist das wirklich ganz einfach. Ja. So, ich werde mal diese Schleife wieder rausnehmen, weil wir wollen ja ein ganz einfaches Hello World. Und dann speichern wir das einfach mal ab. Zack. Und speichern. Save. So, da haben wir das drin. Was haben wir noch für Demos? Als zweites habe ich gedacht, mal den Zeichensatz auszugeben. Wieder die Startroutine, die wir hier haben. Ist ähnlich aufgebaut. Ja. Wieder unsere Definition für die Takterzeugung. Gehe ich jetzt mal im Folgenden nicht weiter darauf ein. Das soll es jetzt einfach mal gewesen sein. Das gleiche Objekt wieder, dieses Text-VGA-Objekt. So, und dann haben wir hier unsere Startroutine. Hier habe ich jetzt auf diese Konstante sogar verzichtet. Ja. Hier geben wir ein bisschen Text aus und dann haben wir hier eine Schleife mit einem Schleifenindex, Repeat I vom 0 bis FF. Und geben einfach das Zeichen aus, welches wir mit diesem Schleifenindex belegen. So, und da kriegen wir dann unseren Zeichensatz. Da können wir uns mal anschauen. Ich schiebe das mal rüber. Was wir alles an Zeichen drin haben, wir sehen, da sind dann auch Zeichen für so irgendwelche quasi-grafischen Sachen. Ja. Naja, kann man mal mit rumspielen. Ja, sind ja jetzt nur so Vorschläge und jeder sollte da selber, wenn er jetzt an dieser Stelle angekommen ist, dann einfach mal ein bisschen mit diesen Möglichkeiten spielen. Ja. Einfach mal reingucken in die Objekte, was kann man damit machen. Ja. Und dann geht das los. Das wäre so das zweite Demo. Mal den Zeichensatz anzeigen. Wir verwenden übrigens noch auf dem Hive nachher eine andere Auflösung noch. Ja, das ist jetzt eine relativ große Auflösung. Ist natürlich hier zum Zeigen sehr schön, weil man es wahrscheinlich im Video nachher gut sieht. So, dann habe ich hier zwei Grafikdemos. Einmal in einer Auflösung 512 x 384 Pixel. Und ich schiebe es einfach rüber. Erklärt sich eigentlich selber. Ist ein bisschen komplexer. Ja, weil es hier mit dem Graphics-Objekt arbeitet, welches dann schon Linien und Rechtecke und Vielecke und Flächen füllen und so. Also ein Objekt. Methoden beherrscht, ja, irgendwelche Vektorobjekte. Ich schiebe es einfach mal rüber. Ja. Interessant ist jetzt eventuell, da könnte ich jetzt mal ein bisschen näher ran, bei rankommen mit der Kamera.
und das hier einfach mal ein bisschen stehen lassen. Das sind, so müssen die Farben aussehen. Ja? Wenn ihr irgendwas falsch bestückt habt, bei den Widerständen, sollte das ja auch funktionieren. Ja? Bloß die Farbwerte sind dann anders. Also guckt es euch an und vergleicht es mit dem Bild, was ihr habt. Ja? Das sind die Farbwerte, die erscheinen müssten. Können ganz leicht variieren, wahrscheinlich entsprechend der Toleranzen von den Widerständen, aber es sollte jetzt grundsätzlich erstmal stimmen. Ne? Jo, achso, wir wollten ja eigentlich mal probieren, ob das auch synchronisiert ohne die Definition mit dem für die Takterzeugung. Das machen wir nochmal schnell mit unserem Hello World Demo. So, ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich kommentiere diese beiden Zeilen mal aus und schiebe das mal rüber. Mal sehen, was passiert. Es passiert nichts. Ja, also ich müsste es wahrscheinlich, na, ohne läuft er, aber mit dem internen RC-Gerät. Das wird nicht alles nicht hinhauen. Ne? Gut, okay, das war's. Also wie vermutet, hauen dann die ganzen Frequenzen nicht hin. Ne? So, das zweite Grafikdemo, was wir hier haben, auch ein Pixel-Grafikdemo, auch mal was zum Experimentieren und Rumspielen, hat eine Auflösung von, jetzt mal gucken, 640x240 Pixel, zeichnet ein paar Linien und gibt dann so Zufalls, setzt diese Pixel einzeln zufällig mit zufälligen Farbwerten, auch wobei man dort schön sieht, ich schiebe dann nochmal rüber, dass die Farbe hier bei diesem Treiber nicht für jeden Pixel einzeln bestimmt werden kann, sondern nur in einem gröberen Raster von, ich schätze mal, jetzt müsste man gucken, müsste in den Treiber reingucken, wahrscheinlich 32x32 Pixel. Alle 32x32 Pixel kann ich eine Farbe ändern, Vordergrund und Hintergrund. Ja. Steht das hier irgendwo drin? Gucken mal in das Objekt rein. Da, bla 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 bla. So, also er gibt 640x240 Pixel aus. Als Bild von 640x480 VGA. Ja. Und der Bildschirmpuffer sind 19,6 Kilobyte. 20 Kilobyte. Man sieht schon, ja, ja, wenn wir nur 32 Kilobyte haben, sind 20 Kilobyte schon eine ganz schöne Sache. Aha, richtig geschätzt. Also der Colorwert ist in so einem Teil, in so einer Pixelgruppe von 32 mal 16 Pixeln. Ja, also die Pixel sind, ein Pixel ist zwei Zeilen hoch hier quasi. Ja? Naja, ja. Das mal so, kann man auch mal rumspielen. Von wem ist das? Auch von Parallax. Ja. Was haben wir noch? Schönes. Wir haben ein Teildriver-Demo, der läuft jetzt schon so ein bisschen in der... ist das die Auflösung, die wir dann nachher verwenden? Müsste ich jetzt mal reingucken. Der textbasierte Treiber, ich schiebe ihn einfach mal rüber. Auch wieder so ein Tick komplexer. Ich schiebe das mal zur Seite. Man sieht, dass hier Text und Grafik gemischt ist. Ja, wir haben hier einerseits einen Textbildschirm. Das ist so die Größe, wie wir sie dann nachher auch im Trios verwenden, von der Auflösung, was den Text betrifft. Am oberen rechten Rand haben wir dann zwei so eine Tasten. Oder drei so eine Tasten, Compile, Execute und Quit, die mit so einem quasi 3D-Effekt belegt sind. Ne? Und im unteren Bereich haben wir ein Grafikfenster eingeblendet in diese Tiles, wo das Graphics-Objekt sich drin austobt. Ja? Normalerweise kann man hier noch was mit Maus und Tastatur machen. Ich habe das jetzt auskommentiert, weil wir ja jetzt hier in unserem Schritt einfach noch gar keine Maus dran haben. Ja? Also man kann da irgendwas... Ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Wahrscheinlich ist hier noch ein Mauspfeil irgendwo oder sowas. Ja, ich glaube, ein Mauspfeil ist da, wo man den Mauszeiger
umschalten kann. Ich habe das hier alles rausgenommen aus dem Treiber, damit es ein bisschen einfacher ist. Ist was zum Spielen, ja? Einfach zum Experimentieren, um mal zu gucken, wie, was kann man machen, wie, ja. Hier haben wir jetzt zwei Sachen eingebunden, zwei Objekte, einmal unsere Grafik selber und dann das Graphics-Objekt, was dann in diesem Teilsbildschirm zeichnet. Ist ein bisschen ein Tick komplexer. Ja. Einfach mal zum Gucken. So, was haben wir noch Schönes? Als letztes haben wir noch, habe ich mir gedacht, mal was Game-mäßiges. Das ist ein Demo-Programm für so eine kleine Game-Engine, die ist eigentlich für einen Propeller-Chip an sich gedacht. Ja, wenn die mal fertig ist, die ist noch in der Entwicklung momentan. Von einem, steht hier oben drin, Marco Maccaferri. Hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus. Und enthielt eigentlich auch die Musik, natürlich mit der Sidcock von Johannes Allebrand. Sidcock ist uns ja ein Begriff. Sind wir ja sehr dankbar dafür, dass wir das auf dem Hive hier auch nutzen können. Und diese wunderbare, riesige Welt der Musik, die es für den C64 gab, hier nutzen können. Das ist also wirklich eine Goldgrube. Habe ich jetzt erstmal Musik natürlich auskommentiert, weil macht natürlich in der Game Engine hier auf dem Hive Board keinen Sinn, weil wir den Sound ja auf einem anderen Slave erzeugen. Wir erinnern uns, das kommt, Sound kommt ja von Administrator. Ja. Also diese Game Engine ist erstmal grundlegend geschrieben eigentlich für einen Propeller-Chip. Ich hoffe, sie wird weiterentwickelt. Momentan scheint da so ein bisschen Stillstand zu sein. Mein Plan war eigentlich, ach, ich schiebe es einfach mal rüber, damit man sieht, was hier passiert. Mein Plan war eigentlich, wenn das mal so einen Stand erreicht hat, dort diese Game Engine anzupassen, dass man mal ein paar schöne kleine Spielchen schreiben kann. Ja. So, was kann diese Game Engine? Die läuft entweder mit einer Auflösung von 256x192 oder 256x256 Pixel. Und zwar auf dem VGA-Monitor. Das ist erstmal schon eine Besonderheit. Die meisten Grafikmodis, die es so gibt für Spiele, laufen eigentlich per Videomodus. Ja, deshalb haben wir ja auch einen Videomodus dran, weil sie dort halt auch weniger Speicher eigentlich verbrauchen. Ja. So, dann haben wir, das ist keine Vollpixel-Grafik, sondern dieser Grafikmodus ist teils basiert. Das heißt, unsere Grafik ist zusammengesetzt aus einzelnen Kacheln. Ja. Und zwar hier in Form von Kacheln 8x8 Pixel. Ja, und da kann man dann so eine Spielwelt aus Kacheln zusammensetzen, wie das so üblich war bei diesen alten Plattformen und anderen Games. Ja. Man kann hier, wie man das auch sieht, man kann den Bildschirm trennen. Im oberen Teil haben wir so einen Textteil, im unteren Teil so ein Grafikteil. Und wo diese Trennung ist auf dem Bildschirm, das kann man auch selber bestimmen. Ja, man hat ja öfter bei den Spielenden oben in dem Bereich irgendwelche Statusinformationen, Anzahl der Punkte und Level und Anzahl der Leben und sowas. Das kann man in dem Textteil machen und unten hat man dann die Grafik. Wir können mit Sprites hantieren, und zwar 16x16 Pixel Sprites. Hier werden auch Sprites verwendet, in diesem Demo gerade. Die erkennen wir aber nicht als Sprites, weil diese, ich starte es nochmal neu, und ihr achtet mal drauf auf diesen Text, der hier hoch scrollt. Ich schiebe es nochmal neu rüber. Dieser Text, da ist jeder einzelne Buchstabe eigentlich als Sprite ausgeführt. Ja, gleich kommt er hoch. Erstmal kommt oben der Text, glaube ich. Jawohl. So, gleich kommen unsere Sprites hoch. Ja, das sind eigentlich Sprites, die hier einfach nur halt Texte teilen, ja, Buchstaben. Okay, des Weiteren haben wir, insgesamt gehen 64 Sprites. Ja, das ist schon eine coole Geschichte. Ja. Farbumfang 16 Farben aus 64 Farben. Wir wissen ja jetzt durch den Aufbau, wir haben pro Kanal 2 Bit, das heißt 6 Bit insgesamt, das sind 64 Farben. Und aus diesen 64 Farben können wir 16 Farben auswählen, die wir gleichzeitig hier irgendwo verwenden. Und wird schon, das ist, ich denke mal, das ist eine ganz gesunde Mischung. Zudem kann der Grafikteil
noch so ein Background-Scroll ausführen. Ja, wie wir das hier sehen, so ein Feinscrolling nach links, nach rechts, nach oben und unten, ja, wie man das so bei diesen Games braucht. Im Quelltext selber haben wir hier dann irgendwann so eine Game-Schleife, die wird hier mit dem Repeat, so eine Endlosschleife eingeleitet und dann wird hier gewartet auf den Vertikalblank und dann wird das hier dargestellt. Und zwar alles, was wir hier sehen, wird bei jedem Bildaufbau neu erschaffen, ja? Neu gezeichnet. Ja. So, das mal einfach so als Spielerei, kann man mal ein bisschen mit rumbasteln, müsste man mal verfolgen, wie das weiterläuft mit dieser Game Engine. Ist vielleicht jetzt auch mal schön zum Experimentieren mit dem Gerät. Soll es gewesen sein? Wir können das ja einfach mal flashen jetzt. Dann haben wir hier eine coole Sache drin, die jedes Mal startet, wenn wir das Gerät anschalten. Gucken, ob es geht. Jawohl, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ich hoffe, ihr nehmt die Möglichkeit auch wahr, dort ein bisschen zu experimentieren. Man kann hier jetzt wirklich schon sehr, sehr viel machen. Also da kann man schon ein paar Abende verbringen und sich mit diesen ganzen Grafikmodis ein bisschen anfreunden, mit dem Spin anfreunden, dort einiges machen. Wir sehen uns beim nächsten Schritt wieder. Der Schritt 5, da geht es dann um, werden wir dann bestücken den Videoausgang und die beiden PS2-Schnittstellen. Da wird die Palette dann natürlich noch größer, was wir experimentieren können. Also dann, ich freue mich. Bis demnächst. Ciao, ciao.